Der diebische Weihnachtsmann. Ich stand am Fenster und sah auf die Baker Street hinaus. Wie sehr hatte sich unser Leben und Treiben in den letzten Jahren verändert. Wo vor gar nicht allzu langer Zeit noch Pferdewagen, mal von leichtfüßigen Trabern, mal von schwergängigen Brauereigäulen gezogen, entlangfuhren, bahnten sich nun laut ratternd, hupend und stinkend Benzinkutschen den Weg durch die Stadt. Die Menschen hatten lernen müssen, die Straßen schnell zu überqueren, um nicht überfahren zu werden. Bald wird auch kein Mann mit einer roten Fahne mehr vor diesen Dingern hergehen müssen, um die Leute zu warnen. Dann wird man bei schlechtem Wetter würdige Gentlemen mit erschrockenem Hopser dem Wasserschwall ausweichen sehen, mit dem sie ein durch die Pfützen jagender Motorwagen aufs Korn nimmt. Allein bei seiner Lampe sitzen, Bücher vor sich aufschlagen und so Menschen zu Freunden haben, die nicht mehr auf dieser Welt weilen, es kann nichts Schöneres geben. Die vielen gehaltvollen Bände des William Shakespeare, wohl auch die Werke von Charles Dickens, wie der Martin Chuzzlewit oder die Pickwick Papers, wie viel Gutes findet sich doch in diesen alten Büchern, das zum Herzen spricht. Diese neumodischen Schreiber, die sich Dichter zu nennen erfrechen, wie jener James Joyce mit seinem unzüchtigen Roman Ulysses, die verstehe ich nicht und will sie auch gar nicht verstehen. Wo war der Respekt geblieben? Auch mein Freund Sherlock Holmes war merkwürdig geworden seit seiner Rückkehr aus Ostasien. An jenem Tag reizte er mich jedenfalls bis aufs Blut. Ich hatte versucht, die neueste Nummer des Lancet zu lesen, wurde aber immer wieder von seinem Gejaunere gestört. Mein Freund lernte Japanisch. Das Japanische besitzt unzählige gleichlautende Vokabeln. Der Bedeutungsunterschied entsteht, soviel ich weiß, durch die Tonhöhe, mit der man das Wort singt und in Beziehung zu anderen Wörtern stellt. Es war nervtötend. Ich hoffte sehnsüchtig, dass etwas geschehen möge. Ein Blitz müsste herniederfahren auf sein Haupt zum Beispiel oder Lestrade mit einem hübschen Problemchen hereinschneien. »Nehmen Sie es mir nicht übel, alter Junge, aber kein Mensch von Verstand hält Ihr Gewimmer aus. Sie werden erlauben, wenn ich ein wenig spazieren gehe. Selbst die trübste Suppe da draußen kann nicht schlimmer sein als Ihre augenblickliche Gemütsverfassung.« »Gehen Sie nur, Watson, gehen Sie nur. Und nichts für ungut.« Er schlug mit den Fingern gerade wieder einen Trommelwirbel auf der Fensterbank. Meinen Gruß, den ich ihm schon in Hut und Mantel zuwarf, erwiderte er nicht mehr. Wahrscheinlich hätte er schon eine Minute später die Frage verneint, ob ich etwas gesagt hatte. Unten auf der Straße warf ich noch einmal einen Blick nach oben. Im hell erleuchteten Fenster zeichnete sich scharf Holmes' charakteristische, hagere Gestalt ab. Er musste mich gesehen haben, wie ich im Schein der Gaslaterne grüßend den Spazierstock erhob, denn er winkte kurz und fahrig mit der Pfeife zurück. Dann ging ich los. Als ich mich das erste Mal umdrehte, hatte der Nebel schon die vertrauten Umrisse von Mrs. Hudsons Haus verwischt. Nur noch die diffusen Konturen des Lichtes in unserem Wohnzimmer waren zu erkennen. Als ich mich ein paar Schritte weiter nochmals umsah, hatte der Nebel seinen milchigen Schleier davor gezogen. Ich ging durch die Straßen, scheinbar der Welt entrückt. Niemand schien noch rasch letzte Weihnachtseinkäufe tätigen zu wollen. Verschwunden schienen die Gartenzäune, versunken die Bäume, in der grauen Gicht ertrunken die Häuser. Kein Windhauch regte sich. Eine modrige, kalte Feuchtigkeit legte sich auf die Kleider. Lange ging ich in Richtung Themse. Die Menschen waren in den Gottesdiensten oder zu Hause. Die noblen Juweliere in der Bond Street und die teuren Schneider in der Savile Row hatten längst geschlossen und das Gas, mit dem sie ihre Auslagen beleuchteten, ausgedreht. Nur einmal sah ich einen schweigenden Father Christmas mit einem schweren Sack auf der Schulter langsam durch den Nebel stapfen. Erstaunt über diese seltsame Erscheinung nickte ich ihm zu. Auf einmal waren Kindheitserinnerungen an die einsamen Weihnachtsfeiern im Internat wieder da. Ich sah mich als kleinen Jungen vor einem riesigen Father Christmas stehen und ein Gedicht aufsagen oder Flöte spielen. Der riesige Father Christmas war niemand anders als unser Bedell, das wusste jeder. Doch niemand wagte ihn unter dem weißen Bart und der Mütze zu erkennen, wenn er drohend die Rute hob, die er niemals einsetzte. Father Christmas nickte freundlich zurück, sagte aber nichts. Ich ging langsamer und zündete eine kleine Pfeife an, die nicht recht brennen wollte und darum nicht schmeckte.
Selbst der sprachenlernende Sherlock Holmes war besser als diese trübe Suppe, die sich Londoner Nebel nannte. Daher kehrte ich schon reichlich durchgefroren in die Baker Street zurück. Als ich die ausgetretenen, knarrenden Treppenstufen zu unserer Behausung erklomm, dachte ich bei mir, was sie wohl erzählen würden, wenn sie reden könnten. Wie viele illustre Klienten auf ihnen hinauf- und hinuntergekommen waren. Klienten, deren Probleme manchmal faszinierender, manchmal auch höchst trivialer Natur waren. Klienten, von denen viele verzweifelt und mit ihrem Latein am Ende waren. Und mein Freund hatte den meisten dieser Menschen helfen können. Von meinen Erinnerungen nachdenklich gestimmt, beschloss ich, ein Karamellbonbon zu essen. Eine Spezialität, die von Maître Carême erfunden worden war, der die Küche im Royal Pavilion in Brighton leitete. Zu meinem Ärger musste ich feststellen, dass mein Freund mein Bonbonglas mit dem Sand gefüllt hatte, der für den Boden des Goldfischglases bereitstand. Ich hatte keine Lust, meine Bonbons aus dem Sand herauszuwühlen und machte eine ärgerliche Bemerkung. Sie brauchen nicht zu wühlen, mein Freund. Sie müssen lediglich einige Grundgegebenheiten der Physik zur Anwendung bringen. Also wirklich, Holmes, was soll dieser Bubenstreich? Holmes nahm lächelnd mein Bonbonglas und schüttelte es kräftig. Im Nu lagen alle Karamellbonbons oben auf dem Sand. Er reichte mir das Glas. Ganz einfach, Watson, nicht wahr? Die Sandkörner rutschen unter die größeren Bonbons und schon liegen diese oben auf. Dieser Aspekt der Physik war mir theoretisch geläufig. Darf ich Ihnen zum Dank für die Belehrung ein Bonbon anbieten? Es ist auch nur wenig Sand am Papier. Ich hielt ihm das nun geöffnete Glas hin und er bediente sich großzügig. Was ich zeigen wollte, ist, dass es oft ganz einfach ist, etwas zu verbergen und wieder zu beschaffen. So, so. Man muss lediglich die Grundgegebenheiten der Physik zur Anwendung bringen, ich weiß. Hören Sie übrigens die Wirkung einer weiteren Grundgegebenheit der Physik, Holmes? Bewegungsenergie wird in Lärm umgewandelt. Es klingelt. Vielleicht ein Klient? Tatsächlich führte Mrs. Hudson unseren Freund Lestrade herein und einen Herrn in vornehmer Kleidung, der einen Spazierstock mit silberner Krücke bei sich trug. Er war klein, gepflegt und offenkundig reich. Am Revers seines Rocks blitzte ein diamantbesetzter Davidstern. Unser Besucher hatte einen gepflegten weißen Bart, eine Glatze, eine große Nase und gütige, kluge Augen. An seinen Schläfen ringelten sich die Andeutungen zweier Locken. Kein Zweifel, ein gläubiger Jude. Der vornehme Herr überreichte Holmes eine Karte. Herrscher Lobkowitz. Von Lobkowitz, Hirschsohn und Mandelstam, London, Antwerpen, Danzig, nehme ich an. Ein glänzender Name im Edelsteinhandel. Willkommen, Sir. Er wies dem Diamantenhändler unseren Besucherstuhl zu. Mr. Lobkowitz, von dem Davidstern an Ihrem Revers schließe ich auf eine enge Beziehung zum mosaischen Glauben. Und aus der Tatsache, dass Sie heute am Freitag nach Einbruch der Dunkelheit, also nach Beginn des heiligen Sabbat, bei mir vorsprechen, dass sich etwas von außerordentlicher Wichtigkeit ereignet haben muss. Ja, Mr. Holmes, begann Lobkowitz mit starkem osteuropäischen Akzent. Ich darf vorausschicken, dass mir Ihr Ruf nicht unbekannt ist. Der Fall ist in der Tat äußerst bizarr und mir wäre es außerordentlich unangenehm, wenn seine Details bekannt würden. Inspektor Lestrade meinte daher, es wäre klug, sie hinzuzuziehen. Ich glaube, es war keine schlechte Wahl, zumal sie mit dem jüdischen Glauben einigermaßen vertraut scheinen. Holmes reagierte ungeduldig, aber höflich. Ich bin ganz Ohr, Mr. Lobkowitz. Ich habe mein Geschäft und meine Werkstatt in der Bond Street. Es ist kein Ladengeschäft. Normalerweise empfange ich keine Laufkundschaft. Aber die Tür ist offen und jeder, der bei mir etwas kaufen möchte, darf eintreten. Aha. Heute Nachmittag hielt eine Kutsche vor dem Geschäft. Ein Väterchen Frost, so sagt man bei uns. Father Christmas in voller Monade, sagt man hier so. Es stieg aus, begab sich einen schweren Sack über der Schulter in mein Geschäft, stellte seinen Sack ab und öffnete ihn. Bitte um eine milde Gabe für die Armen, sagte er freundlich. Ach. Ich muss hinzufügen, sein Sack war schwer. Und als er ihn abstellte, hörte ich das Klirren von Glas und etwas, das nach aneinanderschlagenden Steinen klang. Erzählen Sie weiter, bitte. Ich war leider allein in dem Geschäft. Wegen des bevorstehenden Sabbats waren alle jüdischen Angestellten und wegen des nahen Weihnachtsfestes auch die christlichen Angestellten heimgegangen.
Ich bin alleinstehend und habe meine Wohnung in den Stockwerken über der Werkstatt. Ich bin ein britischer Untertan mosaischen Glaubens, antwortete ich dem Father Christmas, und tue den Geboten meiner Religion folgend bereits schon viel Gutes. Aber, Sir, Sie werden verstehen, wenn Sie mir als Vertreter eines christlichen Festes Sie verstehen. Hm. Daraufhin zog der Weihnachtsmann einen Revolver und sagte, Diamantengold, alles da hinein, aber schnell. Unvorstellbar. Ich ließ mich nicht lange bieten. Lloyds würde mir den finanziellen Schaden sicherlich ersetzen, mein Leben Nebisch aber nicht. Daher schüttete ich Father Christmas mehrere Präsentationstabletts mit Diamanten im Wert von ungefähr 20.000 Pfund in den Sack. Geschliffene und ungeschliffene. Ach. David Senja, rief er, ging aus dem Raum und stiefelte hinaus. Ein schwarzer Motorwagen mit goldenen Streifen stand mit laufendem Motor um die Ecke. Father Christmas stieg ein und fort war er. Father Christmas benutzte einen Motorwagen? In perfekter Synchronisation nickten Lestrade und Mr. Lobkowitz. Aber ein günstiger Zufall wollte es, dass die Polizei den Motorwagen verfolgen konnte. Wie das? Nun, jemand hatte sich beschwert, dass dieser neumodische Motorwagen allein herumfahre. Der Chauffeur ließ keinen Mann mit einer roten Flagge vor sich hergehen. Constable Poddle eilte dem Wagen auf seinem Velociped nach, konnte ihn aber nicht mehr einholen, weil er dummerweise im falschen Augenblick einen Plattfuß bekam. Oh nein! Aber er konnte das Fahrzeug genau beschreiben. Es war ein Zweizylinder Lanchester. Es gibt nicht viele Exemplare dieses Typs in London. Der Constable war sich sicher? Voll und ganz. Für den technischen Sachverstand von Constable Poddle lege ich meine Hand ins Feuer. Außerdem befand sich ein Wappen auf der Tür. Mr. Lobkowitz konnte es einwandfrei identifizieren. Es war das Wappen von Lord Cedric Wolfingham, Mitglied des Oberhauses. Wie bitte? Dieser zeigte sich außerordentlich pikiert, dass man seinen Motorwagen in Verbindung mit einem Verbrechen brachte. Er behauptete, ihm seinen Bruder Richard Linkley für eine Fahrt zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung geliehen zu haben, wo er Geschenke an notleidende Kinder verteilen wollte. Und? Hat er das getan? Zumindest hat ein Mann in Richard Linkleys Father-Christmas-Kostüm in mehreren Waisenhäusern Geschenke verteilt. Bleisoldaten, Püppchen, Süßigkeiten und solche Sachen, was man Kindern ebenso schenkt. Im Motorwagen lag noch der Sack mit buntem Papier sowie einigen Äpfeln und Nüssen. Und in Richard Linkleys Räumen fanden wir das Kostüm. Keine Diamanten? Lestrade schüttelte bedauernd den Kopf. Nicht ein Stäubchen, Mr. Holmes. Daraufhin mussten wir unverrichteter Dinge abziehen. Es war überaus peinlich für uns. Stellen Sie sich vor, an Weihnachten die Polizei bei Lord Wolfingham. Er hat sich bereits bei Ihrem Herrn Bruder beschwert. Und der hat einen hohen Beamten zum Superintendent geschickt. Und was der zu diesem gesagt hat, können Sie sich denken. Und was der Superintendent dann zu uns gesagt hat... Lestrade winkte ab und fuhr nach einer Pause fort. Mehrere Personen, deren Leumund über jeden Zweifel erhaben ist, bezeugen, Richard Linkley im Gewand des Father Christmas bei verschiedenen Wohltätigkeitsveranstaltungen gesehen zu haben. Aha. Mr. Linkley ist ein sehr sozial eingestellter Mann. Nun, ich glaube, die Wohltätigkeitsveranstaltungen führen uns nicht weiter. Jeder kann sich als Father Christmas verkleiden und dort auftreten. Ja. Seien Sie aber bitte doch so freundlich, Lestrade, und lassen mir eine Liste der Besitzer dieser Lanchester-Motorwagen zukommen. Ich fange sofort damit an. Der Fall entbehrt nicht gewisse interessante Elemente, Mr. Lobkowitz. Ich denke, dass ich einiges für Sie tun kann. Ich bin zuversichtlich, Mr. Holmes. Sie halten mich auf den Laufenden? Oczywiście. Ido Vizienia. Lobkowitz lächelte, erfreut, heimatliche Worte zu vernehmen, und schüttelte Holmes warmherzig die Hand. Dann griff er zu seiner Brieftasche. Holmes wehrte ab. Ich rimami i risultati. Lodno dovi senja. I barzo dziękuję. Gute Nacht, Mr. Holmes. Dr. Watson? Nachdem die beiden Männer uns verlassen hatten, entfaltete Holmes einen Stadtplan Londons und heftete ihn an die Wand. Dann steckte er eine Nadel an die Stelle, an der Mr. Lobkowitz sein Geschäft hatte, und blieb eine Weile nachdenklich vor dem Stadtplan stehen. Abschließend widmete er sich intensiv und schweigend der Lektüre von Londons Adressbuch, des Adelskalenders sowie des Albums, in welchem er Geschäftsanzeigen aus der Zeitung zusammenpflegte. Ich glaube, heute können wir noch nichts unternehmen, Watson. Hätten Sie die Güte, Mrs. Hudson zu bitten, uns einen Punsch zu bereiten?
Am nächsten Morgen, wir hatten kaum gefrühstückt und ich hatte immer noch nicht herausgefunden, wo Holmes Polnisch gelernt hatte, brachte ein Bote einen verschlossenen Briefumschlag mit dem Wappen der Londoner Polizei. »Für Mr. Holmes persönlich«, knurrte er, als ich ihn entgegennehmen wollte. Ich wies auf meinen Freund, der ihn nahm und es großzügig mir überließ, dem Boten ein Trinkgeld zu überreichen. »Es gibt außer Lord Walsingham noch 4 weitere Personen, die einen Lanchester besetzen.« Holmes trat an den Stadtplan, den Mrs. Hudson beim Servieren schon mit einem ärgerlichen Blick bedacht hatte, weil sie das mutwillige Durchlöchern ihrer Tapeten aufs Außerordentlichste missbilligte. »Sie wohnen genau hier, hier und hier.« Jede Straße, in der ein Besitzer eines entsprechenden Motorwagens wohnte, spießte er mit einer Stecknadel auf. »Ich glaube, Samuel Rambletoe, Mediziner, den ehrwürdigen Richter Pringsley, sowie den Herrn mit dem seltsam walisischen Namen Nemo Longfellow Fawkes, können wir getrost vernachlässigen. Ihr Wohnort passt einfach nicht. Dagegen sollten wir James St. John Smythe einmal genauer unter die Lupe nehmen. Watson, reichen Sie mir bitte ein paar Telegrammformulare herüber. Danke. Bevor Sie gehen, sagen Sie bitte Mrs. Hudson, sie möge Billy heraufschicken wegen der Telegramme. Das Spiel beginnt.« Weil ich mich um meine Patienten kümmern musste, erlebte ich nicht mit, was mein Freund über den Tag so trieb. Als ich am späten Nachmittag wieder unser Wohnzimmer betrat, saß er rauchend bei einer Tasse Tee und erwiderte meinen Gruß, indem er seine Pfeife erhob. »Gut, dass Sie kommen, Watson. Wir müssen einen Besuch machen.« Ich machte einen Schritt in Richtung Schreibtisch. »Nein, den können Sie in der Schublade lassen. Es wird nicht gefährlich.« Er meinte natürlich meinen guten alten Armee-Revolver, ohne den ich ungern zu einem Abenteuer ausrückte. Eine Kutsche brachte uns zu dem ersten Namen auf unserer Liste, James St. John Smythe, dem Schauspieler und Sportsmann, der 1895 bei der Rallye Paris-Bordeaux-Paris in seinem Benz Victoria gegen Émile Levasseur nur knapp verloren hatte. In einem recht bekannten Kriminalstück hatte er wenig später die Rolle des Rennfahrers und Detektivs Lord Sinclair gespielt, der mit seinem amerikanischen Freund Mordfälle löst. Die Geschichten waren zum Teil den Abenteuern nachempfunden, die ich mit meinem Freund erlebt hatte, was mich sehr ärgerte. Auf der Wange hatte der Schauspieler ein kleines braunes Muttermal. Sein Haar schien förmlich nach einem Friseur zu schreien. Er wirkte nicht nur aristokratisch, sondern überaus hochnäsig und begrüßte uns trotz der späten Nachmittagsstunde in einem Morgenmantel. Das Erste, was wir lernten, war, dass St. John sich St. John aussprach. »Mein Name ist Smythe. St. John Smythe. Sagen Sie einfach James zu mir.« »Mr. St. John Smythe, wir alle bewundern Ihre Kunst und die treffliche Art, wie Sie Ihre private Begeisterung für Motorwagenrennen auf Ihre Rolle übertragen haben. Darf ich fragen, welche Marke Sie privat fahren?« »Ein Lanchester, warum?« »Nun, wir sind hier, weil ein Motorwagen dieses Typs in ein Verbrechen verwickelt ist.« »Ach was, in was für ein Verbrechen denn?« »Nichts Spektakuläres, Sir, nur ein Raubüberfall. Welche Farbe hat übrigens Ihr Lanchester?« »Dunkelgrün, fast schwarz.« »Mit goldenen Streifen?« »Ohne. Ich liebe es eher schlecht.« »Darf ich noch eine letzte Frage stellen?« »Bitte sehr, so viel Sie wollen. So berühmte Gäste.« »Cipa mowi po polsku?« »Wie belieben?« »Ich fragte, ob Sie Polnisch sprechen.« »Nein, Mr. Holmes. Ich spreche lediglich ein recht passables Russisch und etwas Französisch. Raboti, travai, ne panimayu. Bonsoir, je t'aime, au revoir.« Er hob ironisch die Augen. »Sie haben mich wie immer überzeugt, Mr. St. John Smythe.« Wir dankten und verabschiedeten uns rasch, bevor er zu weiteren Elogen ansetzen konnte. Dann fuhren wir weiter zu Lord Cedrics Besitz, einem riesigen Anwesen aus Backstein im Tudor-Stil. Wir drangen gar nicht zu seiner Lordschaft vor, denn der weilte außer Haus. Auf der Jagd, sagte man uns. Da Holmes sein Kommen angekündigt und sein Begehr vorgebracht hatte, erhielten wir trotzdem die Erlaubnis, den Motorwagen seiner Lordschaft in Augenschein zu nehmen. Der Chauffeur führte uns zu ihm. Der Wagen sah aus wie eine Kutsche ohne Deichsel, hatte ein Dach für die Passagiere und einen ungedeckten Sitzplatz für den Fahrer. Er war schwarz und rot. Auf der Seite prangt das Wappen derer von Wolfingham. Holmes sah sich alles genau an, fuhr einmal mit dem Finger über den Lack,
dankte dann dem Chauffeur und ging ohne weiteren Kommentar. Danach ließen wir uns zur Stadtwohnung von Lady Amanda Linkley bringen, der Schwester Richard Linkleys. Auch hier hatte Holmes unser Kommen telegrafisch angekündigt. Ein steinalter, tauber Diener mit einem ungeheuren Backenbart, der der Familie sicherlich schon seit den napoleonischen Kriegen diente, empfing uns und führte uns in den Salon. Mr. Holmes! Eine junge Dame in einem offenen Ledermantel rauschte schweren Schrittes herein. Sie trug geschnürte Bergstiefel und unter ihrem Mantel einen Tweedanzug mit Hosen im Knickerbockerschnitt, wie sie von Velozipedisten getragen werden. Ihre Staubbrille hatte sie in die Stirn geschoben. Sie schüttelte uns nach Herrenart die rechte Hand. In der linken hielt sie ein paar gefütterter Lederhandschuhe. Verzeihen Sie meinen Aufzug, meine Herren. Ich komme gerade von einer kleinen Ausfahrt zurück. Sie fahren regelmäßig selbst, wie ich sehe. Und das bei diesen Temperaturen. Respekt. Ja, ich habe neuerdings einen Daimler-Riemenwagen aus Deutschland. Haben Sie mich schon einmal fahren sehen? Aber nein, Milady. Ich sehe lediglich die schadhafte Stelle außen am rechten Ärmel Ihres Mantels und das Öl an Ihren Fingerspitzen. Niemand, der einen Chauffeur beschäftigt, würde so aussehen. Ja. Sie starten, was sicherlich ungewöhnlich für eine Dame ist, Ihren Motorwagen selbst mit der Kurbel, wobei Sie Ihren Mantelärmel abgewetzt und wohl auch ein wenig schmutzig gemacht haben. Und das Öl auf Ihren Fingerkuppen dürfte vom Einstellen einiger Ventile stammen. Aktuell ist Ihr Gesicht schmutzig, mit Ausnahme der Augen, die von Ihrer Staubbrille geschützt waren. Ganz einfach. Ich habe bereits von Ihren Adleraugen gehört. Was führt Sie zu mir? Holmes erläuterte unser Anliegen. Wir hätten, erklärte er, von der Motorbegeisterung der Familie gehört und wir wollten uns selbst ein Bild machen, um die peinliche Angelegenheit mit Father Christmas und den Diamanten aus der Welt zu schaffen. Ja, wir sind begeistert von der modernen Technik. Mit Ausnahme meines Bruders Richard, der nur seine Wohltätigkeit im Kopf hat. Cedric aber besitzt einen Zweizylinder Lanchester, sogar mit Dach. Das Auto, das in diesen Vorfall verwickelt war. Und Sie? Nur diesen Daimler-Riemenwagen aus Deutschland? Ja, er ist viel schneller als der Wagen meines Bruders. Hat einen Spritzdüsenvergaser. Spritzdüsenvergaser, natürlich. Keine Ahnung, wovon die Frau sprach. Ja, ein Spritzdüsenvergaser, aber kein Dach. Der Lanchester ist da komfortabler. Im Nu hatte sie uns mit zahllosen technischen Details überschüttet, von denen ich absolut nichts verstand. Ich sah mir währenddessen die Bilder an der Wand an. Eines war ein Renoir, wenn ich nicht irrte, oder zumindest ein Werk in seinem Stil. Holmes, der sich für seltsame Informationen aller Art brennend interessierte, hörte lange zu. Schließlich unterbrach er die Lady. Ich bewundere Ihre technischen Kenntnisse. Ich selbst fuhr bis vor kurzem ebenfalls einen Lanchester. Bis vor kurzem? Ja, ich hatte einen Unfall damit. Mein Chauffeur meinte, er sei nicht mehr zu reparieren und beschaffte mir, bevor ich ihn entließ, meinen jetzigen Motorwagen. Er kannte den Hersteller. Wäre Holmes ein Hund gewesen, hätte er jetzt die Ohren aufgestellt. Was ist mit Ihrem Chauffeur? Entlassen, wie ich schon sagte. Er meinte, der Unfall läge an meinem Fahrstil und ich hätte nicht das nötige Fingerspitzengefühl für Maschinen. Eine Bemerkung, die ihm nicht zustand, zumal sie völlig falsch ist. Ich fahre nur gerne zügig, ohne einen Flaggenmann, was auf dem Lande ja ohne weiteres möglich ist. Wo ist dieser Chauffeur jetzt? Er besitzt eine kleine Reparaturwerkstatt irgendwo im Osten Londons. Schade eigentlich. Er ist fast so etwas wie ein Genie. Hat einen sechsten Sinn für Motoren. Aber er war untragbar. Reizbar, launisch, rechthaberisch, rachsüchtig. Ein echter Deutscher eben. Ein Deutscher? Ja. William Master. Hat sein Handwerk bei Gottlieb Daimler in Deutschland gelernt, ist dann aber ausgewandert. Holmes, Frauen gegenüber sonst eher ungeduldig, fand reizende Dankesworte und brachte abschließend die Hoffnung zum Ausdruck, irgendwann einmal in den Genuss einer Ausfahrt mit dem Daimler-Riemenwagen zu gelangen. Die junge Lady schien nicht abgeneigt, versprach aber nichts und entließ uns gnädig. Beim Hinausgehen wandte sich Holmes noch einmal um. Sagen Sie, Milady, was ist aus dem havarierten Lanchester geworden? Keine Ahnung. Mr. Master hat ihn abholen lassen. Ich habe nicht gefragt, was er damit gemacht hat. Ich danke Ihnen aufs Herzlichste. Leben Sie wohl. Auf dem Heimweg war Holmes beste Stimmung. Er erzählte mir etwas über das heroische Moment in deutschen Opern, aber nichts, was mit dem seltsamen Fall zu tun hatte. Thank you.
Am nächsten Tag, ich hatte meine Patienten so rasch wie möglich versorgt, stand bei meiner Rückkehr aus der Praxis ein Motorwagen vor der Tür und ein Polizist werkelte daran herum. Können Sie einen Motorwagen lenken, Watson? Kann ich nicht und ich werde es auch nicht. Ich habe immer Kutschen benutzt und gedenke, das fürderhin zu tun. Wenn Sie sich da nicht irren, lieber Freund. Holmes grinste hinterhältig. Sie werden diesen wunderschönen Motorwagen, der vor der Tür steht, fahren lernen. Und Sie werden eine Panne haben und einen Mechaniker benötigen. Doch nicht etwa diesen Deutschen? Eben diesen. Aber ich darf nicht in Erscheinung treten. Sie werden mein Auge und mein Ohr sein. Ah ja. Constable Poddle, den Sie draußen sicher bemerkt haben werden, präpariert den Wagen so, dass er in Bälde nicht mehr richtig fahren wird. Eine Leitung wird leck werden und Sie werden die Hilfe eines Mechanikers benötigen. Das wird Mr. Master sein. Sie werden sich bei ihm ein wenig umsehen, während er den Schaden behebt. Sie brauchen sich nicht zu verstellen. Sie nehmen Ihre Arzttasche mit und erzählen, dass Sie nach einem Patientenbesuch noch bei einem Bekannten vorbeigefahren seien und nun funktioniere der Wagen nicht mehr richtig. Das wird Ihnen zweifellos gelingen. Sicherlich. Als ich sah, dass der Motorwagen aus Frankreich stammte, protestierte ich noch einmal. Hätten Sie nicht ein Fahrzeug aus unserer eigenen Produktion beschaffen können? Die sind doch viel besser als die Kontinentalen. Ich bewundere Ihre Aufmerksamkeit, Watson. In der Tat, wir haben hier einen französischen Panhard. Ich kann einem Patrioten wie Ihnen doch nicht zumuten, mit einem englischen Fahrzeug eine Panne zu haben. Die folgende Stunde war fürchterlich. Constable Poddle wies mich in die Funktionsweise der Höllenmaschine ein. Holmes drückte mir noch einen Zettel mit der Adresse in die Hand und dann war es soweit. Ruckelnd und rasselnd fuhr die Kiste los. Billy Wiggins trabte mit einer roten Fahne in der Hand vorne weg und scheuchte Fußgänger und Hunde von der Fahrbahn. Er hätte die Fahne nicht gebraucht. Mein Kopf war rot genug, so peinlich war mir das Ganze. Rechtzeitig vor meinem Ziel trat ein, was Holmes prophezeit hatte. Aus einer kupfernen Leitung lief Öl heraus. Der Wagen ruckelte noch mehr als zuvor und verlor deutlich an Kraft. Schließlich blieb er in der Nähe von Masters Werkstatt stehen. Master war ein hochgewachsener älterer Mann mit grauem Haar, einer bifokalen Brille und einer schlechten Haltung. Er hatte in einem Schuppen eine Werkstatt eingerichtet. Alle möglichen technischen Teile lagen, standen und hingen darin herum. Reifen, Werkzeuge, kaputte Räder, gebrochene Achsen, Farbeimer, ich weiß nicht was alles. In dem Schuppen war Platz für 4 Wagen, an denen offenbar gearbeitet wurde. Einer stand in der Ecke. Eine nachlässig übergeworfene Plane bedeckte ihn zur Hälfte. Master deckte, als er mich sah, schnell die Plane ganz darüber und kam auf mich zugehumpelt. Nachdem wir uns bekannt gemacht hatten, schilderte ich ihm mein Problem. Ich schaue es mir gleich mal an. Er nahm Billy Wiggins und einen Jungen mit, den er als Tim vorstellte, ging zurück zu meinem Panhard und schob ihn mit seinen jungen Helfern in die Werkstatt. Schau nur gut zu, damit du was lernst, sagte Master bei der Rückkehr zu Billy Wiggins, ein echter Deutscher eben. Eine Leitung sei leck, das müsse er nun rasch löten und neues Öl einfüllen, dann könne ich wieder nach Hause fahren. Zu der Frau, ergänzte er mit einem zweideutigen Augenzwinkern. Weil ich mir die Finger schmutzig gemacht hatte, fragte ich, wo ich sie waschen könne. Tim wird Ihnen Wasser aus dem Brunnen holen. Wir haben einen eigenen Brunnen im Hof, mehr als 30 Meter tief und unerschöpflich viel Wasser. Unter dem Grundstück ist ein kleiner See. Tim holte Wasser aus einem Ziehbrunnen und ich konnte meine Hände reinigen. Da ich auf der Fahrt hierher so viel Staub geschluckt hatte, ließ ich mir auch ein Glas von dem Wasser einschenken und trank es durstig aus. Es schmeckte merkwürdig salzig, fast wie Meerwasser. Während ich trank, sah ich mich unauffällig im Hof um. 2 offenbar beschädigte Motorwagen verrosteten unter freiem Himmel. Über einem war ebenfalls irgendein merkwürdiger alter Stoff voller Löcher gehängt, der Holmes sicherlich nicht interessieren würde. Während ich mein Wasser trank, reparierte Master die defekte Ölleitung. Tim gab ich für seine Mühe einen Penny. Seinem Arbeitgeber musste ich dagegen mehr für die Arbeit bezahlen, als der ganze Wagen vermutlich wert war. Aber dafür startete Tim auch den Motor mit der Kurbel und ich fuhr davon.
Ich fuhr langsam, weil mein kleiner Fahnenschwenker mir etwas mitzuteilen hatte. Billy berichtete, er habe in der Werkstatt einen Haufen Salzziegel am Boden liegen sehen. Mit den Händen zeigte er die Größe an. Anhand des Staubes hätte er zudem erkannt, dass 5 Steine fehlten. Als niemand auf ihn achtete, hatte er kurzerhand ein kleines Bruchstück aufgehoben und mitgenommen. Ach ja, und ein Netz hätte über einem der Motorwagen gehangen. Darin mehrere gläserne Kugeln. Ich musste lächeln. Billy hatte wirklich noch viel zu lernen. Als er mich fragte, was das wohl zu bedeuten hätte, antwortete ich leicht pikiert, das hat nur zu bedeuten, dass Master allen möglichen Krempel sammelt und nichts wegschmeißen kann. Ja, aber... Und jetzt spar dir deine Puste. Ja, Sir. Wohlbehalten in der Baker Street angekommen, erstattete ich Holmes Bericht. Den Unsinn, den Billy beobachtet hatte, verschwieg ich natürlich. Trotzdem ließ dieser es sich nicht nehmen, Holmes von seinen Beobachtungen zu erzählen und ihm auch noch das Bruchstück des Steins zu überreichen, das er eingesteckt hatte. Außergewöhnlich. Ganz außergewöhnlich. Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass Billys Beobachtungen von Wichtigkeit gewesen wären? Zu meinem Ärger erwiderte er nichts. Stattdessen nahm er den Stein und warf ihn, ohne mit der Wimper zu zucken, in mein Goldfischglas. Anschließend rührte er kräftig darin herum. Ich goss mir aus dem Siphon ein Glas Wasser ein. Das Wasser, das ich bei Master getrunken hatte, hatte meinen Durst eher verschlimmert. Holmes sah mich an, sagte aber wieder nichts. Verärgert verließ ich den Raum. 2 Tage später traf gleich nach dem Frühstück Lestrade bei uns ein. Was zum Teufel hat das zu bedeuten, Mr. Holmes? Sie wollen uns die Diamanten von Mr. Dings, diesem Polen, wieder beschaffen? Holmes lächelte nur. Fahren wir zu William Master. Master war in seiner Werkstatt, wollte uns aber nicht hereinlassen. Doktor, Wagen fährt gut? Ich kann nicht klagen. Lestrade wurde gleich amtlich. Mein Name ist Inspektor Lestrade von Scotland Yard. Ich verlange Zutritt zu Ihrer Werkstatt. Gern, meinte Master, wandte sich um und schien uns die Tür aufhalten zu wollen. Stattdessen schlug er sie zu und legte von innen einen Riegel vor. Sofort 2 Mann hinten herum. Der entkommt uns nicht. Er entkam uns nicht. Einige Minuten später saß er mit Handschellen gefesselt auf einem Stuhl in seiner Werkstatt. Ich verhafte Sie wegen eines Raubüberfalls zu Ungunsten von Juwelier Lobkowitz. William Master nickte nur traurig. Ein gepackter Koffer stand mitten in der Werkstatt. Die Diamanten waren darin. Ebenfalls in der Werkstatt lagen ein nasses Fischernetz mit gläsernen Kugeln und allerlei andere Gerätschaften. Es war das Fischernetz, das Billy draußen über dem einen der vor sich hinrostenden Motorwagen auf dem Hof liegen gesehen hatte. So, Mr. Holmes, jetzt sind Sie dran, alles zu erklären. Das ließ sich mein Freund nicht zweimal sagen. Die Sache ist ganz einfach. Der Radius der Motorwagen ist relativ beschränkt. Weit kann man mit ihnen nicht fahren. Man muss Kraftstoff einfüllen und den gibt es meist nur in Apotheken. Ja. Dr. Rumbletoe, Richter Pringsley und Mr. Fawkes wohnen aber zu weit entfernt, als dass sie in Frage kämen. In der Nähe wohnen lediglich der Schauspieler James St. John Smythe und Lord Cedric. Aha. Mr. St. John Smythe ist absolut unverdächtig. Und sowohl sein Wagen als auch der von Lord Cedric haben eine völlig andere Farbe als derjenige, den Mr. Lobkowitz beschrieben hat. Ja. Den Schlüssel zur Lösung des Falles lieferte Lady Amanda Linkley mit ihrem Hinweis auf den deutschen Mechaniker, der früher als Chauffeur bei ihr angestellt war und der ihren kaputten Lanchester hatte abtransportieren lassen. So. Mr. William Master, ursprünglich sicher Wilhelm Meister, hatte ihr Vater... Ein Faible für Goethe, Mr. Master? Master nickte stumm. Mr. Master hat den kaputten Wagen hierher bringen lassen und ihn offenbar wieder instand gesetzt. Da drüben unter der Plane steht er, wie Sie sich gerne überzeugen können. Mhm. Vielleicht wollte er ihn weiterverkaufen. Als er entlassen wurde, sann er auf Rache. Er wusste, dass Richard Linkley ebenfalls einen Lanchester fuhr und das wollte er sich bei seinem Racheplan zunutze machen. Deshalb malte er goldene Streifen und das Wappen von Lord Cedric auf den Wagen. Die Farbe wird noch irgendwo hier herumstehen. Die Entlassung hatte ihm wohl Geldschwierigkeiten beschert. Stimmt's, Wilhelm Meister? Der nickte erneut. Mein Bruder Mycroft brachte für mich in Erfahrung, dass Wilhelm Meister aus Danzig stammt, wo Mr. Lobkowitz eine Filiale seines Edelsteinhandels besitzt. Deshalb dürfte er Meister in London aufgefallen sein.
Wilhelm Meister kannte durch seinen Dienst bei Amanda Langley die wohltätigen Neigungen ihres Bruders Richard und beschloss, ihm einen Raubüberfall in die Schuhe zu schieben, indem er den Anschein erweckte, als würde Richard Langley unter Zuhilfenahme seines eigenen Motorwagens Verbrechen verüben. Nein. Er hatte die Idee mit dem Father Christmas. Das ist ursprünglich eine deutsche Figur, der böse Niklas in einer Versgeschichte von Dr. Heinrich Hoffmann. Er taucht die bösen Buben in ein Tintenfass. Der Nikolaus dagegen bringt am 6. Dezember den braven Kindern Apfelnüsse und Mandelkern. In Danzig ist übrigens die Kenntnis des Polnischen weit verbreitet. Wilhelm Meister konnte nicht widerstehen, Mr. Lobkowitz in dieser Sprache anzusprechen. Wahrscheinlich war das Heimweh einfach zu groß. Meister nickte wieder. Holmes dozierte weiter. Die Beute ließ er sich in einen Sack schütten. Dieser Sack enthielt außer 5 Salzsteinen auch Glaskugeln aus einem Fischernetz. Als er nach Hause kam, steckte er das Father-Christmas-Kostüm dazu und warf alles einfach in den Brunnen. Selbst wenn ihn jemand verfolgt hätte, hätte dieser Verfolger auch bei gründlicher Suche nichts Verdächtiges mehr in der Werkstatt vorgefunden. Korrigieren Sie mich, wenn ich irre, Herr Meister. Da Meister nicht das Geringste korrigierte, fuhr Holmes fort. Salz löst sich bekanntlich im Wasser auf, was den Durst unseres guten Dr. Watson erklärt, der davon getrunken hat. Ich war so frei, ein kleines Experiment anzustellen, welches allerdings leider dem Goldfisch meines lieben Freundes das Leben kostete. Aber Holmes! Danach wusste ich, wie lange 5 Salzbriketts in etwa brauchen, um sich weitgehend aufzulösen. Das sollte nach meinen ungefähren Berechnungen in etwa heute Morgen geschehen. Die Glaskugeln aus dem Fischernetz trieben den Sack mit der Beute an die Oberfläche des Brunnens und Meister konnte den Sack mit irgendeinem Werkzeug wieder zu sich auf den Hof befördern. Nun wollte er mit seiner Beute auf und davon. Was wir zu verhindern wussten. Lestrade wollte auch einen Beitrag zur Lösung des Falles leisten und wenn es auch nur ein Wortbeitrag war. Der Fall lehrt uns, wie ich meinem Freund Watson vor nicht allzu langer Zeit zeigen konnte, dass es oft ganz einfach ist, etwas zu verbergen und wieder zu beschaffen. Man muss lediglich Grundgegebenheiten der Physik zur Anwendung bringen. Ganz einfach. Holmes lächelte milde. Wilhelm Meister nickte ein letztes Mal traurig.